Die Schweiz ist ein Land von Schützen. Geschätzt jeder vierte Eidgenosse besitzt eine Waffe. Es gibt tausende von Schießvereinen. Jeder Soldat darf nach Ableistung der Wehrpflicht seine Waffe mit nach Hause nehmen. Bewaffnete Neutralität. Der Waffenbesitz ist tief verankert im Schweizer Selbstverständnis. Doch jetzt droht Ärger von Seiten der EU, denn die hat das Waffenrecht verschärft und die Schweiz als Mitglied im Schengen-Raum muss das eigene Waffenrecht anpassen. Das empört besonders die nationalkonservative SVP. Das Hauptproblem ist, dass dieses Gesetz keinen einzigen Terroranschlag verhindert. Und das zweite Problem ist, es läutet die Entwaffnung der Schweizer Bevölkerung ein. Deshalb hat man Unterschriften für ein Referendum gesammelt. Die Schweizer sollten sich heute entscheiden, entweder für eine Verschärfung des Waffenrechts und damit den Verbleib im Schengen-Raum oder dagegen. Die Sozialdemokraten fürchten Konsequenzen für die Zusammenarbeit mit der EU. Es geht um die Sicherheit der Schweiz, um die Polizeizusammenarbeit. Und da sind wir auf die Zusammenarbeit mit anderen Staaten angewiesen. Nicht nur die grenzüberschreitende Fahndung wäre betroffen, auch der Reiseverkehr, der Tourismus und die Exportwirtschaft. Nach einer ersten Prognose haben sich die Schweizer aber klar für eine Verschärfung des Waffengesetzes und damit für den Verbleib im Schengen-Raum entschieden.